Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP. Ich begrüße euch zurück zu, ich meine natürlich, und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Blade Kitten. Was ist das denn? Ich habe meine Einleitung irgendwie vermasselt. Wie geht denn das? In der letzten Folge waren wir immer noch in Level vorletzt. Ich wollte mir mal wirklich angucken, die wievielte ist das nochmal? So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Wir sind Level 12 und nicht Level vorletzt. Also doch irgendwie schon, aber wir schon, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Gut. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, und da ist eine Truhe, geil. Bam, sind das letzte Datenpack. Zeig mal. Jetzt können wir auch das Ding ins Kostüm hier anziehen. Boah. Ich weiß nicht, ob ich so rumlaufen möchte. Aber beim Standard sieht irgendwie am besten aus. Hier ist nur eine Kostüm hier, das ich kaufen kann. So, und hier müsste irgendwo die letzte Truhe sein. Yep. Na, guckt euch das an. Das, solange ich springe über ihn drüber auf der anderen Seite, um ihn auf der anderen Seite anzugreifen, aber ich kicke ihn nicht, weil er sich zu schnell umdreht. Der Rutsche kann ich auch nichts machen. Die sind broken, die Typen. Alter! Hört ihr auf damit, hört ihr auf damit, hört ihr auf damit! Sag mal. Ich hasse diese Typen, ich hasse diese Typen so sehr. Die sind so kacke. Wo bin ich hier überhaupt? Hallo? Achso, hier. Ja, die halten den Sturz aus. Da ist er wieder. Ja, deswegen hau ich immer von diesen Viechern ab, Baby. Gegen die kannst du nicht kämpfen, das ist unmöglich. Ich habe gesehen, springt über den drüber, versucht ihn von der anderen Seite zu kaputt zu hauen. Und ja, der tut sich einfach viel zu schnell umdrehen. Er ist auch schon wieder von der anderen Seite geschützt. Kann ich machen, was ich will. Da war hier irgendwie mal ein Schild entfernt, ich weiß es nicht. Klappt sowieso irgendwie nie, wenn er soll. Alles klar. So, Borgi weg. Oh, aber wenn ich die nicht kalt mache, dann nerven die mich die ganze Zeit. Das ist auch nervig. Und da ist die ganze Truhe. Bams. Sweet. Ich würde so ein Skiff. Ne, Quatsch, den haben wir doch. Wir haben doch schon alle. Beutesatz. Boah, geil. Ne, wir haben noch alles. Hä, warum habe ich denn da noch ein Skiff? Okay, wir haben alles gefunden. Das heißt, wir können jetzt hier einfach durchbrezeln wie nichts. Wahrscheinlich kämpft man gleich gegen das Viech hier. Nein. Ja, vielleicht ist das schon der letzte Boss und wir sehen ihn nur jetzt schon. Natürlich noch ein bisschen Geld ein, weil ich Geld brauche für das letzte Kostüm, aber werde ich wahrscheinlich nicht zusammenkriegen, ne? Hier kann ich da runtergehen? Ja. Oh, hi, na? Why is it everywhere I go, you're there causing trouble? Me? Hey, you're the one with a bounty on your head. You don't even understand why, do you? Yeah, I've seen you cause enough damage to get the gist of it. Oh, jetzt kommt der letzte Kampf schon. Okay. Dann wird das wahrscheinlich schon der letzte Part. Oh mein Gott. I'll put an end to your plans. Okay, wie bin ich hier gelandet? Ich denke, kannst du diesen damit manchmal zu so ein paar lästige schöne Rüstung entfernen. Okay. Ich hätte vielleicht mit dem machen sollen oder was? Au. Oh Gott. Ja, ich soll vielleicht nach oben gehen. Wie soll ich noch bitte schön nah genug rankommen, ey? Vielleicht lieber auf Entfernung. Und ich glaube, ich sollte weiter nach oben gehen.
Okay, ich glaube, ich muss ja nach oben gehen und nicht unbedingt bekämpfen, ne? Ist ja immer noch ein Jump'n'Run, ne? Au. Wo muss ich jetzt hin? Was? Hilfe! Au! Au! Was? Nein! Nicht direkt auf mich! Wo bist du? Ich hab so ein Gefühl, ich muss dir aber ein bisschen Schaden anrichten, ne? Sonst wird das nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Au! Böse. Böse. Komm ich da hoch? Ja, okay. You'll never break us, Spirit. So, nein. Boah. Au, nein. Nein. Doof. Ah. Stopp. Ich verstehe jetzt nicht, was irgendwie die Anspielung auf ein Schild entfernen hier sollte. Das irgendwie nicht so aussieht, als würde ich, keine Ahnung, irgendwie was entfernen können. Hilfe! Hilfe! Wahrscheinlich soll ich da hinter, ja. Das macht sie da auf der linken Seite was kaputt, ne? Da wird ja überhaupt nicht hier noch bleiben. Ups! Wo muss ich jetzt hin? Hilfe! Hilfe! Ich habe so das Gefühl, dass wenn ich ja nicht genug Schaden mache, bevor wir irgendwie die Spitze erreichen oder was auch immer, ist dann Game Over bin. Deswegen greife ich sie einfach mal die ganze Zeit an. Keine Ahnung, vielleicht wird natürlich auch alles random generiert und ich kann irgendwie nicht irgendwie die Spitze erreichen und so. Wir sind ja noch so Dinger hier. Sachen zum Einsammeln, deswegen glaube ich irgendwie. Was? Nicht kaputt machen? So geht das Ding nicht kaputt, ey. Ja, ich gehe mal weiter nach oben. Mach du mal kaputt. Gerne interessieren, ob das irgendwas bringt. Ja, das Ding hat angehalten. Oh, jetzt kommst du wieder hoch. Dann mach das Ding mal kaputt hier. Da spawnt alles immer wieder. Also ist es unendlich oder wie? Hilfe! Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Dann machen wir mal Geld hier ein. Ja. Ja, weiter nach oben, tschüss. Was? Nein! Wie kaputt machen? Ah! Mach jetzt nur noch Sachen kaputt? Na super. Boah!
So wirkt mein Schild irgendwie unzerstörbar. Was wäre jetzt richtig mies, wenn ich irgendwann runterfallen würde? Sag mir, ich mach irgendwas. Richtig. So. Soll ich noch da unten bleiben, ey? Nein. Oh, Hilfe, er hat mich beinahe getötet. Es geht nicht weiter nach oben, sehe ich gerade. Es geht nicht weiter nach oben. Was? Wie? Hey, das ist voll unfair, Mann. Ja, boah, ist den ganzen Weg wieder. Ey, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder hoch. Boah, ist das doof. Wie lange hat er gedauert, bis da oben ankam? Stimmt, was er da. Mein Gott, ich war wahrscheinlich schon so nah dran. War bestimmt die letzte Phase so. Hilfe. Vor allem, wie sie dann voll auf mich geballert hat, ey. Ich werde hier die ganze Zeit so vorbei. Oh Mann. Ärgerlich. Au. Die andere Richtung. Und wenn wir hier mal. Das Schild ist ja unzerstörbar. Wahrscheinlich ziehe ich hier keinen einzigen Kratzer ab, ey. Ich da oben. Da bin ich irgendwie sicherer ab, so dafür. Au. Ja, das war okay, wollte schon sagen. Und tschüss. I don't know what I'm doing. Whatever. Soll ich mal vom Nahen versuchen, ne? Boah, Hilfe! Auf der Beine herunterzufallen. Oh, wie lange das dauert, ne? Oh. Was? Okay. Ja. Da ist ja die Olle, die war. Oh. Anfang an hier jagen mussten, ne? Der ist hier komplett am Ende auftaucht, ne? Ist auch ein bisschen komisch. Hilfe. Nein, 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 nein. Boah, Hilfe. Ha ha!
So, ich glaube, wir waren hier. So viel ist viel sicherer. Aber das hört sich immer so an, als würde ich sie treffen, wenn ich da so angreife. Aber ich habe irgendwie nicht so das Gefühl. Oh, ich bin wieder hier, okay. Das muss ich auch passen. Das dauert so ungefähr 5 Minuten, hallo? So. Weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Weil das Ding kommt immer höher. Wir sagen, ich mache das hier richtig. Aber wenn ich jetzt hier runterfallen, ey. Oh nein, ich dachte gerade, ich hatte irgendwas. Komm schon. You'll never break our spirit. Wir sagen, ich mache irgendwas richtig. Ja. Was ist das denn? Ey, was ist das? Greif sie doch wie blöd an. Was mache ich denn falsch? Ich würde mal gerne wissen, ob das irgendwas bringt, was ich hier mache. So ein Dreck, ey. Jetzt muss ich schon wieder 5 Minuten hier hochklettern. Mann! Was soll ich da irgendwas anderes machen? Ich weiß es doch nicht, Mann. Das doof, ey. Nee, so kann ich sie, glaube ich, auch treffen. Aber im Kampf, glaube ich, mal ein bisschen besser drauf, oder? Weil mir Lanze ist so die ganze Zeit irgendwie am Dampfen, oder? Ich glaube, ich muss da irgendwas bringen. Oder ich mache trotzdem weiter. So, schnell dahin. Wie, ich war ich schon wieder, ne? Das ist das Geräusch, das man hört, wenn man nichts macht. Also am Gegner. Ich glaube nicht, dass irgendwas hier. Ja, ich traue mich nicht. Ich bin nicht wieder ganz oben.
Oh, nichts erreicht. Oh Mann, was? Ey. Was ist das? Hier steht auch nichts. Würde ich sagen, ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo ich dann nochmal hier den Kampf versuche. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.